Was geht ab, mein OZ-Fighter? Ozer hier. Machen weiter. Und zwar, wo sind wir stehen geblieben? Ja, gegen Metal Cooler. Ne, gegen die. Gegen die Rabauken da. Ne, gegen Rabauken. Das waren die gegen Zamasu. Beziehungsweise als Zamasu und Gowasu zurückgegangen sind. Das heißt schon auf jeden Fall. Wenn ich manchmal sag so, oh, wer ist das? Oder dann meine ich das rhetorisch. Aber den wusste ich nicht. Also, die wusste ich natürlich, wer das ist. Ich wusste aber wirklich nicht, wer die anderen Typen da waren. Ich dachte, der von Dragon Ball Classic. Ihr habt mich aber aufgeklärt. Vielen Dank dafür. Und zwar waren das, habe ich gesagt, vom Lord Slug-Film. Den Lord Slug-Film muss ich mir mal nochmal geben. Weil den habe ich nicht so krank in Erinnerung. Ich habe nur die Szene in Erinnerung, wo Piccolo sich die Ohren abreißt, weil er Gohans Pfeifen nicht mehr hören kann. Aber jetzt nochmal eine Eskalation mit den Rabauken oder wie die heißen. Jetzt kommt noch eine Welle. Let's go. Nur noch Orange, überall Orange. Oh my god. Gab es ja eine ganze Mitteilung und so schön. Gerade Frage, ciao. Werde direkt in den Kampf reingehen. Ansonsten, was geht bei euch so ab? Ich hoffe, alles in Ordnung. Oh man. Ja, bei ihm ist auch alles cool, danke. Ja. The Legend of Selbstgespräche. Nee, gehen wir mal in den Kampf rein. Wir nehmen meinen Boy auf jeden Fall und dann sehen wir uns gleich im Kampf wieder. So, Dele. Jetzt sind wir im Kampf. Und zu einer Sache, es läuft gerade ein Online-Event. Wenn ihr Nintendo Switch Online habt, dann könnt ihr an einem Online-Event dran teilnehmen. Sollte noch, wenn ihr das seht, glaube ich, für 3 Tage live sein. Ist sehr interessant. Es ist im Prinzip wie Battlefield. Also ihr könnt da bis zu 10 Team mitnehmen. Ihr braucht bis zu 10 Siege. Und wenn ihr hintereinander die Gegner schafft, wenn ihr Karten benutzt, sage ich mal im ersten Kampf, dann könnt ihr sie im darauffolgenden Kämpfen nicht mehr nutzen. Also das meine ich mit, ist ähnlich wie Battlefield. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Also wenn ihr Bock drauf habt, checkt es auf jeden Fall ab. Ihr findet das im Netzwerkmodus. 2 Tabs runter, glaube ich, und dann ist das quasi so ein Event-mäßig. Ich schaue es mir auch mal genauer an. Interessiert mich auch auf jeden Fall und guck mal, was da abgeht. Die Tage werdet ihr auch zusammen von mir sehen, Freunde. Das hänge ich dann auf am Anfang eines Parts dran. Darauf könnt ihr euch auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr das denn überhaupt sehen wollt. Aber genau. Also bei so Events macht auf jeden Fall mit. Warum nicht? Ist auf jeden Fall geil. Sicherlich. Und man erwartet jetzt auch quasi andere, beziehungsweise neue Karten für die Super Dragon Ball Heroes. V-Jumpscans kam auch rein, indem ich das Ganze aufnehme. Ich glaube, Pack 5 und 6 werden erwartet. Und natürlich auch die aus dem Trailer. Oder gewisse Karten aus Pack 5 und 6. Also Universe Mission 5 und 6. Und gewisse Karten wie von dem Dragon Ball Super Trailer oder von dem Tease. Dragon Ball Superkarten werden auch noch kommen. Also, ich find's geil, dass das Heroes schon direkt so gut supported wird. Das müsst ihr auf jeden Fall annehmen, Freunde. Wir haben es auch letztens gestreamt. Da haben wir uns auch ein paar Sachen angeschaut. Falls ihr mal Bock habt, wenn ihr das Stream reingucken wollt, die Daten sind dazu in der Beschreibung. Auf Twitch stream ich. Oder Twitch heißt ich dort. Damit ihr Bescheid wisst. Genau, also ich würde, aber wenn ihr Bock habt, schaut mal ins Online-Event rein. Ist geil. Ist geil. Von der Idee her finde ich es cool. Also, ist im Prinzip so Battlefield-like, aber. Ah, die Sache ist noch. Euch werden 70 Karten, also es sind feste 70 Karten, ihr müsst aus festen 70 Karten wählen, das sind nicht eure 70 Karten, sondern 70 Karten aus dem Event und müsst euch daraus quasi ein Team bauen. Und wenn ihr 10 Siege holt, also 7 Teams könnt ihr im Endeffekt bauen, ich glaube ich habe am Anfang 10 Teams gesagt, 7 Teams könnt ihr bauen, ihr braucht 10 Siege, so rum war das. Und wenn ihr Karten benutzt, dann könnten sie in den vollen Kämpfen nicht mehr benutzen. Muss mich auch auf jeden Fall mal noch mal reingucken und gucken, weil das ist echt interessant sowas, wenn so Events in der Zukunft kommen, nur her damit, kommen sie auch in Zukunft. In den V-Jumps wurde auch das nächste Event, glaube ich, angeteased. Ich habe es legit nur vergessen. Und ihr habt gesehen, ich habe eine Shenlong-Medaille, die ist letztens im Stream gedroppt, einfach so random nach einer Stage. GG annehmen, Shenlong-Medaille, aber ich habe jetzt vergessen zu gucken, was die macht. Im nächsten Kampf zeige ich es euch, okay? Oder ich achte drauf. Alles klar, so jetzt, Slash auf Runde 2, Riesenmodus, weg damit, warum? Claim, wissen wir, die Rachenfaust von Berserker Rino ebenso. Ah ja, GG. Ah, was soll's. Und dann packen wir hier Gine mit Berserker Goku zusammen. Männlein und Fräulein wollen wir auf jeden Fall zusammenhalten. Damit sie hier natürlich auch hier zusammen Abendessen gehen. Gibt's einen fetten hier Fleischklumpen. Rein damit, Kakarotto, nimm das an. Damit du auch groß und stark wirst. Achso, Männlein und Fräulein, sag ich. Mutter und Sohn, wollte ich eigentlich sagen. Ich hab, keine weiß. Ja, haha, Bardock und Goku sehen sich ähnlich aus. Da kann man sie verwechseln. Ja, HDF, nee, ja, ihr merkt schon, ich bin gerade wieder ein bisschen komisch unterwegs. Nämlich gerade von meinem Schönheitsschlaf aufgewacht und muss langsam noch auftauen, sage ich mal. Ne? Und wenn man, weißt du, wenn ich so schläfrig bin, dann tick ich aus. Keine Ahnung, dann werde ich ein bisschen verrückt. Aber wenn es das Ganze legt, dann werde ich es sicherlich merken. In diesem Part noch oder im nächsten Part. Aber selbes habe ich auch, wenn ich Hunger habe. Keine Ahnung, wenn ich Hunger habe, wenn ich so. Es gibt so eine Grenze, okay? Ich bin so ein Mensch, wenn ich Hunger habe, auch wenn ich so leicht Hunger habe. Hunger ist, dann esse ich eigentlich. Also ich esse mich jetzt nicht voll, aber ich sättige mich. Die Sache ist aber, dann gibt es auch Phasen unterwegs oder so, dann verhungerst du halt.
Weil es gibt so eine Spanne von, ich bin leicht hungrig und ich verhungere. Und da, wenn ich da in der Mitte bin, dann werde ich so crazy. Dann schütte ich meine letzte Energie aus, glaube ich. Dann mache ich irgendwas. Aber dann, wenn die Phase eintritt, wo ich kurz zum Verrecken bin vor Hunger, wisst ihr, was für ein Modus ich dann bin? Mein Gesicht ist dann so legit. Ich bin so richtig zickig unterwegs. Aber nee, Einfriermodus. Wir hören uns gleich wieder. So, jetzt. Ich bin dann quasi also übel schlecht gelaunt, weil ich kurz zum Verrecken bin wegen Hunger. Und das merkt man mir dann auch an. Aber sobald es wieder Essen gibt, dann geht die, dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, warum habe ich gesagt, wir sind gleich wieder? Einfriermodus hat leider auch einen Claim. Deswegen konnte ich das nicht zeigen. Aber ja, was soll's. Und ja, manche haben mich gefragt, ich dachte, du kannst Berserker Goku nicht zeigen. Ich kann seine CAA nicht zeigen. Sein Superangriff geht klar, aber seine CAA geht nicht klar. Die Drachenfaust. Also jetzt kommt das zum Beispiel. Müssen wir wegmachen. Was ist das? Oh, das weiß ich auch nicht, ob ich das zeigen darf. Machen wir auch weg, komm. Keine Ahnung, das ist halt das Traurige gerade. So, was ist mein. Ja. Ich hätte jetzt gezeigt, dann wäre der Kampf vorbei, aber ich habe jetzt einfach B gedrückt, weil ich dachte, ich habe noch Angriff. GG. Ja, da musst du eben noch eine Runde warten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, es ist immer noch so, Freunde, was soll ich sagen? Es ist leider so. Mit den Claims gerade. Hat sich noch nicht viel geändert eigentlich. Deswegen. Ja, haben sich auch überwiegend die gleichen Charaktere. Weil ich weiß, dass ich zeigen darf und was nicht. Zum Beispiel bei den King Vegeta wusste ich nicht jetzt, ob ich die Szene zeigen konnte oder nicht. Deswegen habe ich mal B gedrückt. Aber kein Problem, wir sollten jetzt hier auch an der Stelle gewinnen. Was war das? Keine Ahnung, was es war. Ich hoffe, es kommt kein Einfriermodus wieder bei denen. Ja, mach mal langsam, Boy. Nein, mal weg, komm. Braucht man nicht. Kann man auch nicht zeigen. Nach vorne mit euch, let's go, das reicht. Besiegt den Gegner, der hat noch kaum Leben mehr. Was ist da los? Ey, ich bin eigentlich, ist das so mehr oder weniger eine, das sind so mehr oder weniger Nebenkämpfe, ne? Wir sind ja den rechten Weg gegangen. Geht ihr mal den rechten Weg, nee, das meinte ich. Aber da geht's, glaube ich, jetzt nicht weiter. Normalerweise hätten wir von links aus müssen, dass es, wenn das, also Story, sag ich mal, weitergeht. Aber nicht schlimm, nehmen wir auf jeden Fall mit, damit wir das auch mal sehen, gegen die ganzen Barbaren hier. Oh oh, das. Woher? Wer ist das? Was ist hier los? Ah! Komm raus, Junge! Was? Ja? Ja, ich so. Gott kam er mehr. Oh mein. Also, was hier gerade abging, meine CAA von meinem Avatar kam. Ich habe ihr nämlich eine gegeben durch das Zubehör. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einen Claim hat. Wenn nicht, dann habt ihr es gesehen. Wenn es einen Claim hat, sorry, dann habt ihr es leider nicht gesehen. Im Prinzip hat der Goku Blue beschworen und wir haben zusammen eine Gott-Kamehameha gemacht, sag ich mal. Genau das. Go, bam, weg damit. Also übrigens CAs. Viele CAs kann ich irgendwie nicht zeigen. Super Angriffe gehen übel klar. Naja. Boah, ist geil. Dunkel Final Flash. Sah so aus, ne? Was? 11.000? Okay, nicht schlecht. Und so viel zu diesem Kampf. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt abgeht. Das hat sie beruhigt. Außer seine Arbeitheldin. Alle Bereiche wurden gesichert. Mission erfüllt. Atmet durch, Leute. Gute Idee. Jetzt genau. Jetzt gehen wir aber mit dem richtigen Weg hier. Und, weil hier geht's glaube ich jetzt nicht weiter, wenn ich es recht im Kopf habe. Und, ja, wären wir gleich schlauer im Prinzip. Aber ich glaube, es geht hier nicht, ja tatsächlich, schau mal. Aber nicht schlimm, let's go. Jetzt gehen wir mal hier zu Super Saiyan 4 Eskalations Broly. Hey! Nach unten sollst du mal, Boy. Ja, danke. Oh mein, ja, jetzt, nach links. Ja, siehst du hier, der legendäre Super Saiyan erwacht. Jetzt bin ich drauf gespannt, was der drauf hat. Ob der uns zur Seite klatschen will, ob der uns umbringen will, ob der Kakarot schreit. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Oh mein, ihr Kinder könnt wirklich ordentlich zuschlagen. Kein Schurke hatte eine Chance gegen euch. Ich habe noch nie einen so krass Verwissung in so kurzer Zeit erlebt. Oh, was ist das? Ein Kakarotto. Ich kenne dieses Ski. Janemba? Alter, wie krank. Mann, vom Regen in die Taufe. Was? Vom Regen in die Taufe? Lord Regen, so viel Lens. Aufgepasst, Leute, es wird am Schlag. Dann müssen wir es ihm gleich tun. Ja! Oh mein Gott! Die beiden Karten gibt es, by the way, in Dokkan. Leider JP. Ich hoffe, Global bekommt jetzt auch diese Heroes-Karten.
Ich meine, die haben es eigentlich schon verpasst. Release war doch schon. Ich hoffe, sie kommen. Denn diese Heroes-Karten kommen eigentlich nur immer zum Heroes-Jubiläum. Heroes-Jubiläum war im November, glaube ich. Ich habe mich alles durch, genau. Hier, Shenlong-Medaille. Terra Plus. Minus 4000 Kraft und Abwehr für 4 Gegner. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hört sich für mich das nicht allzu krank an. Aber wir behalten das mal zur Sicherheit. Ja, was heißt allzu krank? Vielleicht habe ich es einfach so mit meinem minus 6% Kraftschub auf den Gegner mit der Medaille. Mit dem Modul, weil ich damit spiele. Noch eine Sache ist, Freunde. Ich habe viele Fragen bekommen, auch in der Hinsicht, dass man, wie man den Typus seinen eigenen Avatar ändert. Dafür müsst ihr eine gewisse Stufe erreichen mit eurem Avatar, dann könnt ihr das ändern. Und manche sehen gar nicht mal so schlecht aus, wenn ihr den Typen ändert. Ich werde, glaube ich, mal den Typen meines Avatars in den nächsten Parts ändern, damit ihr das am Anfang direkt seht, damit ich euch zeige, auch wo das geht. Das merke ich mir auf jeden Fall. Okay. Let's go, jetzt gegen Janemba. Oh je, Eskalation, wie der schon schreit. Mama, yeah. Let's go. Und mich hat noch einer gefragt, vielleicht hat es das auch jemand gefragt. Es macht ja einen Unterschied, wo man die Charaktere platziert, aber darum ging es nicht. Mich hat jemand gefragt, warum ich immer jemanden oder speziell Berserker Goku neben Gine stelle. Falls ihr das seht, ihr seht es gleich in Runde 2, neben Gine ist so ein Feld. Und wenn ihr einen Charakter neben Gine stellt, der quasi auf diesem Feld ist, dann bekommt sie Gines Support-Aspekt, sag ich mal. Gine ist ein Support-Charakter, ein Special-Charakter. Genau. Das gilt nämlich für einen Charakter. Das sehen wir dann gleich wieder. Falls das auch jemand mal gefragt hat an sich. Okay. Ja, The Legend of Runde 1. Bam. Bada boom. Oh mein Gott, yeah. Ist doch nicht gut. Oh, Janemba. Ja, Janemba, du kriegst gleich so eine Drachenfaust ins Gesicht. Die wird so hart, dass ich es nicht mal zeigen darf. So hart wird das. Oh, sollen wir die Shenlong-Medaille benutzen? Ja, let's go, warum nicht? Einfach so, just for fun. Gucken, ob das so viel ausmacht. Ich meine, jetzt so ein Gegner, okay. Das ist vielleicht nicht so geil, aber bei 4 Gegnern wäre es gar nicht mal so schlecht. Good idea, du. Und die Death Machine sieht bei mir anders aus. Liegt daran, weil meine Stufe sich gesteigert hat. Also, weil ich ja gelevelt bin, quasi. Mit meinem Avatar oder mit ihm selbst an der Stelle. Weiß gerade nicht, ob die Machines auch eine eigene Stufe haben, aber. Ist es vom Spielen einfach so passiert. So, jetzt guck mal bei Gine. Neben Gine, seht ihr das? So ein Feld mit einem Pfeil. Bam, da müsst ihr einen draufstellen und der bekommt dann den Assist von Gine. Genau, in dem Fall hier ein Fleischkumpen. Ja, Kakarot. Hier, muss groß und stark werden. Mein Sohn, Mann. Fang! So. Hajime Yoka. Miracle. Jetzt die Supernova auch noch in Gold. Das sollen wir sehen. Let's go. Kore de owari da. Junge, frisst das. Bam. Oh, nice Schaden. Okay, nehmen wir an. Jetzt bam. Bam. Bam, bam. Komm. Ran. Sehr schön. Guck mal, wie geht das bereits zu Slap? Habt ihr das gesehen mit seiner Hand? Der war so. Das ist Slaps. Hey, hier, ich nehme deine Rakshasa's Claw, Junge. Ich mach die Rakshasa's Claw jetzt an der Stelle. I know. Ein sehr schöner Schaden. Gefällt mir, das gefällt mir noch. Oh man, Gekki Sharingan, sehr schön. Seht ihr, so ein schöner Schlaf tut auf jeden Fall gut, auch für meine Sharingan-Fähigkeiten. Ja gut, somit hätten wir Janemba besiegt, aber wir sind ja nicht wegen Janemba hier. Es ist geil, dass Janemba aufgetaucht ist. Wir sind vielfach ein Broly sehen mit der Maske. Totale Eskalation. Okay, jetzt. KO. So, jetzt Janemba. Ja, gaga, KKK. Was will der noch? Ah, der hat, okay, gar nichts, okay. Ich hab den zwar besiegt, aber er hat den anscheinend nicht gejuckt. Geht weiter. Das hat den... Interessiert er nicht. Oh, da ist Dr. Gero. Was will der? Will er so einen Eikampf oder will er aufs Maul?
Leute, der steht genau vor mir. Was? Okay. Was? Gero? Jetzt, komm mal ran, Junge. Bin gespannt, was der Dackel will. Oh nein, der will, glaub ich, richtig fighten. Das ist kein AI-Kampf, ja. Du bekommst nicht Gero. Oh, The Legend of Yamcha. Junge, du stirbst. Pass auf. Oh nein, doch, ich werde dich nicht richtig fahren verprügeln. Ich hab dich schon mal fertig gemacht. Und zwar mit der Leichtigkeit. Das kann ich gerne wiederholen, man. Du verdammter. Oh nein, das hast du nicht. Das sind doch nur Yamcha. Oh je, ich kenne die Szene. Bitte. Ja, der kommt wieder in Abreibung. Auf jeden Fall. Wir müssen ihm helfen. Nicht, dass sie abkratzt. Junge, zieh mal zur Seite. Komm, du halbe Portion, du. Oh mein Gott. Komm, ich sag dir, das geht. Mach mal Platz, Junge. Dr. Eo, was? Wie hat es hier wieder verlaufen? Schwöre den Bösen ab, Doktor. Jetzt sei brav und stirb. Ja, ja. Oh. Ah, oh, der F. The Legend of Pflanzenmänner. Ja, der Chiss. Ja, ja, Pflanzenmann. The Legend of Yamcha. Yamcha, wieso haben die denn so einen Lappen? Das geschieht ihm recht, ganz ehrlich. Geschieht ihm recht, finde ich. Ich kann Yamcha nicht leiden. Weißt du warum? Soll mir niemand böse sein, aber ich kann ihn nicht leiden. Jetzt bin ich gespannt, ob... Lol, ohne einen Super vom Gegner zu bekommen, könnte schwierig werden. Soll ich alle rausschieben? Ich glaube, ich mach's einfach. Ja. Let's go. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. King Vegeta gibt mir Heldenenergie. Aber am Ende erst, oder? Wie war das mit dem Bogen? Ich habe jetzt 3 noch. Warte, warte, warte. Voice Drop. Vegeta, der muss auf jeden Fall angreifbar sein, King Vegeta. Und dann... Oh, was macht der? Am Ende der Phase war es, ja. Jetzt, das soll es sein. Genau, jetzt. Jetzt habe ich Heldenenergie bekommen, wenn mich alles täuscht. Ja, guck, jeder hat die Esse. Der King Vegeta ist brutal. Für jeden Gegner bekommen wir einen Heldenenergie. Jawoll, Junge. Jawoll. Wir müssen die ausradieren, oder? Bam. Ja, King Vegeta, das ist, Freunde. Wenn ihr glaubt mir. Wenn ihr ihn ziehen könnt, dann nimmt ihn auf jeden Fall. Der ist nicht gut. Dunkler Königsblitz. Sieht geil aus, der Super Attack. Bam. Nice. Ich hoffe, ich bekomme die anderen Angriffe durch. Ja, das betäubt easy. Jawoll! Also, die haben ja auch eine Super Attack. 2 sogar. Sehr schön. Rakshasa's Claw und Final Flash. Nice. Ist es der One-Turn? Brrr. Mit der Hand einfach. Ja, perfekt. Guck mal, easy. King Vegeta, das. Nice. Somit hätten wir auch den Ultra-Abschluss hier. Das war mir nämlich wichtig. Weil die hatten direkt ihre Super Attack. Sehr schön. Korrekt. Ja, so viel hat dann die Dr. Gero und seinen Pflanzenmännern da. Das war ja gar nichts, ey. Ja, du weißt draufgegangen, Yamcha. Bedankt dich. Ich gebe ihm ein seltenes Ticket oder seltenes Ticket und dann ist die Sache gegessen. Aber bis dahin kann Schleine ziehen. Ich will ich nicht mehr sehen. War ein schneller Kampf, Gott sei Dank. Hätte es lang genommen, dann wäre es ein bisschen fragwürdig. Aber gut, ging ja schnell, deswegen. Direkt weitermachen. Oh, Piccolo. Piccolo Junior auch noch. Betonung auf Junior. Naja, warte mal, wo sind wir jetzt? Hier, da? Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Warte mal, BD? Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, Thoras Plan! Gewinne ohne Unterstützungsbereich zu benutzen. Oh. Das war nicht mein beabsichtigter Zielort, aber dennoch ist es eine interessante Welt. Überall treten Anomalien auf. Gerne würde ich das auf meine Kappe nehmen, aber dieses Mal war ich es nicht. Ich habe die perfekte Idee. Tower! Hallo Kleiner, wohnst du hier? Oh Mann, was? Ey, ja, ich bin noch hier. Ich bin unter 18, ey. Was wohnst du hier? Alles gut, Tower, wirklich. Okay, alles gut, alles gut. Ja, was hast du vor? Ich habe einen teuflischen kleinen Plan, den ich in Gang bringen will. Deine Welt eignet sich perfekt dafür. Ich sammle nämlich Energie und... Ach! Was mache ich mit die Mühe? Du hast doch keine Ahnung, was ich rede. Habe ich verholt, du willst Mira stärken und zum neuen König des Dämonenreichs machen. Also wirklich, da hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Du bist kein gewöhnlicher Junge, oder? Zu viel Sinn ausgezockt. Und deine Energie ist es auch nicht. Ich hole sie mir und dann bin ich fertig mit dir. Das machst du mir noch Probleme. Komm ran, Madame, komm ran. Mutig, das gefällt mir zwar, aber du bist... Ah, bla bla bla. Können wir zum Kampf kommen, bitte? Dankeschön, sehr schön. Gut, ich darf den Unterstützungsbereich nicht nutzen, ne? Heißt, wir müssen wieder alle rausschieben.
Okay, interessant. Gut, dass ich das gelesen habe zuvor. Round 1. Fight! Proteine, jetzt kommen Gains. Lecker. Lecker Schmier. Bam! Oh mein Gott, knapp! Sehr schön. Hey! Au. Wo ist meine Heldenenergie? Ja, okay, nein. Ja. Wir haben in der letzten Runde gegen viel mehr Saiyan gekämpft. Aber ich habe nur 3? Hatte ich nicht schon am Anfang 3? 3 Heldenenergie? Oh, shit! Keiner darf betäubt werden. Ich darf den Unterstützungsbereich nicht benutzen. Ja, die hat nämlich nur 2 aufs Kampffeld geschickt, sag ich mal. Ava! Knapp. Oh. Nice, sehr schön. Wichtig. Ich darf nämlich keinen Unterstützungsbereich setzen. Heißt die. Obwohl, okay, cooler, halt eh die Ausdauer, meine Kameraden. Ja, perfekt, schau mal. Sehr schön. Ah, alle wieder nach vorne. Kampf, wo du Chance annehmen, oder? Würde ich sagen, ja. Und zwar. Pelle. Ja, mal wieder das geil. Moduleffekt aktiviert. Oh je, die Animation danach gibt es ja auch noch. Stimmt, die Dead Machine. Keine Ahnung. Okay. Riesenmodus. No, please, not today. Okay, sehr schön. Jetzt aber komm, jetzt muss ich mal ran. Schilalalala. Ey, mal langsam. Ach so, nein, warte mal. Nee. Das da kam, Anzahl Helme genie, Anzahl von dem Gegner oder so, das ist von dem Zubehör. King Vegeta, ich war mir nämlich ziemlich sicher, das war vorhin, oh nein. Ziemlich sicher bei King Vegeta eigentlich, dass es erst nach dem Angriff, also jetzt nach dem Kampf, ich Heldenenergie in Anzahl der gegnerischen, ja, der Gegner bekomme. Dass das da hatte, war vom Zubehör, was da stand. Ich hab das verwechselt. Das hat mich nämlich vorhin im Kampf zuvor irritiert. Ja. So, Madame, mach mal langsam, was ist denn los? GG. Wow, GG, danke. Ja, es hat mich nämlich irritiert mit King Vegeta. Ich habe das mit dem Zubehör verwechselt. Ich war mir nicht ziemlich sicher, dass ich erst nach meinem Angriff die Heldenenergie bekomme. Aber das war von dem Zubehör, was ich da jetzt schon bekommen habe. Oder im letzten Kampf eben. Ja, doch. Das hat sich richtig im Kopf. Sorry dafür, ey. Oh, mach langsam. Sehr schön. Aber den hätten wir am Dash auch besiegt dann. Oh, aggressiv. Bam. Oh mein Gott. Oh, Domeda. Sehr schön, somit hätten wir Toa auch besiegt. Was? Wie viel Schaden? Was? Gut, was hat ein Toa zu sagen? Grrr, wusste ich doch, dass du kein Gefühl bist. Ja, tut mir leid, aber ab jetzt. Gib auf, bitte, ja. Danke, schau. Nicht so lange, nicht noch stehen kann. Ja. Und schau. GG. Ja, es sind echt kein Ende. Ja, aber jetzt nehmen wir hier für diesen Part ein Ende, langsam aber sicher. Ganz kurz abchecken, was so abgeht, ob es. Ja, ob da auch ein Kampf ist oder. Irgendwas anderes, wie gesagt. Sieht nach einem Kampf aus, legit.
Oh, Piccolo Jr. ist abgehauen, okay. Was ist hier? Nochmal Ziegen Tower. Okay, okay. Na gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder ab der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.